Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wieder, euer Gunshot, und ich begrüße euch mit dem Daisy-Status-Report vom 1.3.2016, also dem Dienstag jetzt. Der Status-Report ist diesmal ziemlich übersichtlich, war aber auch klar, dass der kommt, da wir 0.60 ja immer noch nicht auf den Experimental-Servern gesehen haben und natürlich sich die Frage stellen, was da wieder los ist. Brian Hicks hat sich dann natürlich wieder mit dem Lead-Designer und dem Lead-Gameplay-Programmierer zu Wort gemeldet und über die Schritte hin zu 0.60 nochmal ein bisschen was gesagt und ein wenig darüber hinaus. Gleichzeitig haben sie natürlich auch noch angesagt, dass sich dadurch die Veröffentlichung der Experimental-Sicht noch etwas verzögern wird, da wohl die Entwickler nun an lang erwarteten Punkten arbeiten bzw. diese in Angriff nehmen. Kommen wir einmal zu den Inhalten des Status-Reports. Inhalte sind einmal die Updates zum neuen Render, also wie sich das jetzt alles verhält und inwiefern das aussehen soll, wie weit sie sind. Zum immer noch Central Loot Economy System, zum Animationssystem und zum Schadenssystem. Diese ganzen Punkte habe ich ja in dem letzten Status Report auch bereits ansprechen können und ja, eigentlich wird einfach immer nur noch weiter daran gearbeitet. Die wichtigen Updates zum neuen Renderer sind im Endeffekt, dass die jetzt dafür sorgen wollen, dass auf jeden Fall in Großstädten die Performance stabil gehalten wird auf mindestens 30 FPS. Das heißt, die Entwickler wollen das wirklich irgendwie gewährleisten oder hinbekommen, dass man mindestens 30 FPS auch in den Großstädten hat. Außerhalb soll das dann bei 40 bis 60 FPS liegen. Weiterhin bietet der neue Renderer dann neuartige Partikeleffekte, gerade was im Endeffekt dem Designteam natürlich zugutekommt und wodurch die natürlich dann individuelle Verbesserungen an der Performance vornehmen und erreichen können. Zu den Updates zum neuen Renderer habe ich hier noch einmal ein kleines Bild, was ja veröffentlicht wurde, wodurch wir im Endeffekt jetzt auch mal die Nacht sehen unter Einfluss des neuen Renderers, und wir erkennen hier doch schon ziemlich deutlich, dass man bei Nacht wesentlich besser Sachen erkennt bzw. sogar grün erkennen kann und Unterschiede, und es sich einfach bloß dunkel ist und vor allen Dingen, dass es sich auch auf die Entfernung weiter verdunkelt als das, was wir unmittelbar vor uns haben. Natürlich freue ich mich drauf, wenn ich zu dem neuen Renderer, gerade was die Nacht angeht, auch nochmal bewegte Bilder sehe, um das dann auch noch besser beurteilen zu können. Kommen wir zu den abgeschlossenen Aufgaben. Einmal die Implementierung von grundlegenden Renderinhalten und wieder mal zum Simul Weather True Sky. Ja, dass die Implementierung dort jetzt abgeschlossen ist. Der momentane Fokus am Ganzen liegt bei der Optimierung in den größeren Städten, den dynamischen Lichtern, der Fertigstellung, der neuen Option für den Renderer im UI und Unmengen an Fehlerbehebungen. Einige Punkte nehmen wir uns jetzt mal näher unter die Lupe, gerade dadurch, dass wir da auch ein paar explizite Updates bekommen haben, gerade zum Beispiel was das Central Loot Economy System angeht. Die bereits im letzten Status Report angekündigten Änderungen an der Central Loot Economy wurden halt umgesetzt. Nun können wir erwarten, dass das Fahrzeuge dauerhaft mit zufälligen Teilen zu finden sind. Das heißt, dass ein Fahrzeug nicht immer nur einen Reifen hat oder eine Felge oder keine Zündkerze, was auch immer. Das kann jetzt grundlegend verschieden sein. Das heißt, ihr könnt mal Glück haben, ein Auto vielleicht mit 4 Reifen finden oder aber nur mit 2, vielleicht aber auch nur mit der Batterie drin. Das heißt, dass das jetzt komplett variiert. Genauso ist das natürlich, was die Waffen angeht. Das heißt, dass wir Waffen halt finden mit bestimmten Attachments. Das heißt, mit Visier, mit Magazin drin, mit einer Schulterstütze etc. Wie wir sehen können, haben die MP5s unterschiedliche Ausstattung. Wie gesagt, zum Beispiel hat die eine ganz oben rechts keine Schulterstütze und bei anderen ist wiederum auch das Visier einfach nicht dran. Das verdeutlicht nur nochmal dieses Zufallsprinzip, wie diese Waffen mit zufälligen Attachments spawnen können. Darüber hinaus arbeiten halt die Entwickler an einem, naja, sagen wir mal, Modul für die Bearbeitung der Central Loot Economy. Das heißt, dass so dann in Zukunft die Mod-Entwickler oder Betreiber von privaten Charts und dem einzelnen Spieler selbst auch im Offline-Modus dazu verhelfen soll, im Endeffekt Veränderungen vorzunehmen und massiv das Erlebnis auf den Servern beeinflussen zu können. Kommen wir zum Animationssystem. Das Animationssystem wurde vom Skript auf in die Enfusion Engine eingearbeitet und optimiert. Somit soll jetzt im Endeffekt einmal natürlich das Gameplay vom Crafting, Ackerbau und Waffenhandling vereinheitlicht und vereinfacht werden. Diese Arbeit schloss aber auch implementierte Prototypen wie das Einrichten eines Elektrizitätssystems, das Konstruieren nicht tragbarer Strukturen. Das heißt jetzt, dass wir zum Beispiel ein Zelt ordentlich hinpacken. Ihr habt das ja
auch in diesem einem Video gesehen. Ich glaube, das war in dem 0.60 in dem Big Status Report, den ich gemacht hatte. Und da konntet ihr genau sehen, wie ihr im Endeffekt das Zelt ordentlich positionieren könnt und auch eine kleine Vorschau seht, wo ihr denn genau das Zelt hinplatziert und ob dies an dieser Stelle überhaupt möglich ist. Wie sich das alles verhält, werden wir wahrscheinlich erst mit 0.62 oder später erfahren, wenn halt das Animationssystem und der Player Controller implementiert wurden. Mit dem ganzen Bearbeiten des Animationssystems sollten jetzt nicht nur die Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, im Endeffekt verbessert oder vereinfacht werden oder mit implementiert werden. Nein, es sollte natürlich auch lang bekannte Glitches endlich beseitigt werden, die wir halt aktuell im Spiel haben. Gehen wir aufs Schadenssystem ein. Zurzeit wird natürlich auch noch viel am Schadenssystem gearbeitet und programmiert, da wir zurzeit das bestehende System von Arma 2 haben, was im Endeffekt nur oder ausschließlich für Distanzwaffen geschrieben wurde, wo die Entwickler jetzt ja ein neues schreiben, welches zwischen Nah- und Fernkampf unterscheidet. Hieraus gibt es dann halt mehrere Möglichkeiten für die Entwickler, dass man genauere Trefferverfolgung hat, sodass wir zum Beispiel unterschiedliche Trefferbereiche, das heißt, wo schießt der andere jetzt hin? Schießt er in die Schulter, schießt er in den Rücken, schießt er in die Beine. Das kann wesentlich genauer differenziert werden, sodass dort abgefangener Schaden auch durch gewisse Ausrüstungsteile wie Schutzwesten etc. anders berechnet werden kann und sich daraus andere Features ergeben, wie resultierende Verletzungen und so weiter. Kann dadurch dann nochmal in wesentlich mehr verschiedene Schadensstufen differenziert werden, wodurch sich jetzt auch die Möglichkeit ergibt, verletzten Animationen mit einzubinden und gerade diese auch noch detaillierter zu schreiben. Das heißt, wie ich das eben beschrieben habe, je nachdem, wo er hinschießt, ist das Bein getroffen, ist es natürlich klar, dass dort denn das Bein im Endeffekt ja auch betroffen sein muss, verletzten animationstechnisch, das heißt, dass das lahmt oder wie auch immer. Und so kann das im Endeffekt alles noch wesentlich besser mit eingearbeitet werden. Das gesamte System soll nun zudem in der Server- sowie netzwerkseitigen Performance für Verbesserungen sorgen und sicherer im Hinblick auf Cheating und Exploits sein. Momentan ist aber das System noch in den Händen der Gameplay-Designer und diese nehmen jetzt gerade die ersten Einstellungen erstmal vor. Das heißt also, wir werden noch eine ganze Weile darauf warten müssen, denke ich mal. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen, wenn die jetzt auf einmal so einen kleinen Turbo-Sift in den Po kriegen. Kann es ja sein, dass das vielleicht mal etwas schneller läuft. Ja, liebe Freunde, und damit wären wir eigentlich schon beim Ende angekommen. Dieser Status-Report war doch ziemlich kurz diesmal, sehr überschaubar. Deswegen habe ich das Video auch ziemlich kurz gehalten und gar nicht großartig drumherum gefaselt, weil ich doch vieles in den vorherigen Status-Reports bzw. Videos schon angesprochen habe. Und falls ihr nochmal eine kleine Auffrischung wollt, was die ganzen einzelnen Punkte angeht, gerade auch nochmal was dynamische Lichter oder die Implementierung von Renderinhalten etc. angeht, würde ich euch empfehlen, schaut doch einfach nochmal die vorherigen Videos an, die ihr hier in der Playlist natürlich auch findet. Und ansonsten, liebe Freunde, hoffe ich natürlich, dass euch das Video an sich gefallen hat und ihr dadurch noch mal ein bisschen mehr up-to-date seid. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Wenn nicht, dann eben nicht. Ansonsten natürlich gerne konstruktive Kritik in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich, euer Gunshot.